Tierfreundinnen und Tierfreunde. Unsere Vermittlungsnachricht fällt heute nicht gut aus. Die Dobermannhündin Amy, vorgestellt am vergangenen Freitag, hat leider keine Interessenten gefunden. Vielleicht hat sie bald mehr Glück. Wir wollen nochmals an die agile Hündin erinnern und wünschen ihr, dass sie neuen Anschluss findet. In unserer heutigen Folge stellen wir den Abgabekater Lenny vor. Er wurde am 19. April 2013 geboren und lebte bis jetzt als reine Wohnungskatze. Seine Menschenfreunde bekamen Familiennachwuchs und damit kam Lenny überhaupt nicht zurecht. Da in solchen Situationen auch immer Gefahr für das Baby besteht, musste Lenny schweren Herzens in die Arche Noah abgegeben werden. Dort ist er vorher umsorgte Mittelpunkt und sehr ängstlich und verstört. Lenny verkriecht sich in seinem Zimmer, was er mit einem Artgenossen teilt, nur unter einer Decke auf einem Sessel. Der schöne Kater hatte schon ein Zuhause gefunden, aber dort hat ihn die schon vorhandene Katze nicht akzeptiert. Nun suchen die Mitarbeiter des Tierheims schnellstens wieder ein individuelles Zuhause für Lenny, weil die Arche Noah Stress für ihn ist. Wenn ihr die Menschen kennt, ist Lenny ein ganz lieber, schmusiger Kater. Selbst in extremen Situationen wie beim Film, ohne Schutz seiner Decke, wehrt er sich nicht mit seinen Krallen. Für Lenny wäre es sehr wichtig, schnell neue Menschen zu finden, bei denen er wieder ein normales, sicheres Katzenleben führen kann. Kinder sollten nicht im neuen Zuhause sein. Wenn eine Katze vorhanden ist, die Artgenossen akzeptiert, geht es gut, denn Lenny kommt mit Artgenossen zurecht. Vielleicht kann er nach der Eingewöhnung auch an Freigang gewöhnt werden. Das macht das Katzenleben noch schöner. Das muss aber langsam geschehen, denn er kennt die Gefahren der Freiheit noch nicht. Auf jeden Fall wartet Kater Lenny dringend auf Streichelhände, die nur für ihn da sind.